Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Barney Elo. Und warum ich mir nie eine DJI Phantom kaufen würde, das sage ich dir nach dem Intro. Feuer frei! Wieso ich mir nie eine DJI Phantom holen würde, das hat folgenden Grund. Und zwar den hier. Die DJI Phantom hat für mich nicht wirklich ein Verkaufsargument. Wenn man die Mavic anguckt oder auch die Inspire, die Drohnen haben jeweils irgendwie noch ein Verkaufsargument. Bei der Inspire ist es der RAW-Modus, dass man eben 4K RAW machen kann als Video. Bei der Mavic ist es natürlich die Größe, ja, ein schönes kleines Ding, was man sich in die Tasche stecken kann und schön auf Reisen mitnehmen kann. Aber die Phantom, die ist einfach zu teuer für das, was sie wirklich kann. Und warum, das zeige ich dir jetzt, was hier drin steckt. Ja, das Ding, ich hol's nochmal her, ist von Unique. Typhoon Q500 4K heißt das Teil. Kommt in diesem Case. Es ist kein Product Placement oder so, also ich krieg kein Geld dafür. Ich will bloß meine Meinung sagen, warum die DJI Phantom für mich total overrated ist. Das ist die Drohne selber. Mit Kamera, macht wie gesagt 4K, kein RAW, wie die Phantom auch. Ist eigentlich vom Prinzip her genau gleich wie die Phantom aufgebaut. Also man kann diese Füße nicht einfahren, geht bei der Phantom ja auch nicht. Ich kann die Kamera nur von oben nach unten schwenken, also ich kann Topshots machen oder eben nach vorne filmen. Ich kann die Kamera selber nicht drehen, dazu muss ich den Kopter drehen. Ist meines Wissens bei der Phantom auch so. Großer Bonus hier. Das gesamte Ding kostet, ich habe damals, glaube ich, 800 Euro gezahlt. Ich habe es selber nicht gezahlt, ich habe es geschenkt bekommen, aber damals war es, glaube ich, 800 Euro. Ich weiß gar nicht, wie teuer sie jetzt noch ist. Einen Link zu der Drohne findet ihr in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Hier drin hat es noch die ganzen Propellergeschichten drin. Und alle eben, also es reicht, um sie auch theoretisch einmal schrotten zu können. Es sind jeweils zwei Satz dabei, also die Mehrzahl von Propeller. Dann haben wir die Fernbedienung dabei mit Bildschirm, was ich auch ganz besonders großen Vorteil finde im Gegensatz zu DJI, weil bei DJI braucht man eben noch irgendwie ein iPad. Ist hier auch nicht der Fall. Hier ist alles dabei. Start, Stopp, bla bla bla. Kann ich auch gern mal noch mehr sagen in einem anderen Video dazu, wie man das ganze Teil dann wirklich bedient. Das Ding ist auch noch dabei. Da kann ich die Kamera reinschnallen, mache hier ein Handy rein mit einer App und kann dann als Gimbal das Ganze nutzen. Als Steady Grip ist das. Und das Gleiche, es ist ja ungefähr vergleichbar mit der Osmo, die alleine, glaube ich, schon 700 Euro kostet oder so. Ich bin mir da jetzt bei den Preisen auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich will damit einfach nur sagen, übrigens wohne ich in einer Einflugschneise, deswegen kann es sein, dass hin und wieder Flugzeuge über mein Haus fliegen. Wie gesagt, ich kann das Ding nutzen wie die Osmo und kann damit Handheld-Shots machen. Die Handheld-Shots sind nicht ganz so geil. Ich blende mir mal wieder ein bisschen Footage ein, dann könnt ihr es euch anschauen. Es ruckelt so ein bisschen, habe ich so einen Eindruck teilweise, aber es ist halt im Preis mit inbegriffen. Ja. Ich habe zwei so Akkus dabei. Die Akkus sind auch nicht ganz der Knaller von der Laufzeit her. Also die halten 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, dann sind die leer und eben zwei dabei, also beide voll geladen, immer dabei haben am besten und dann reicht es halt nicht. Es reicht jetzt nicht so mega lang und die Dinger sind auch nicht ganz günstig, kostet glaube einer 60 oder 80 Euro sogar. Und was mir noch als Nachteil bei der Drohne jetzt aufgefallen ist, ist, wenn man weit weg fliegt und der Akku geht leer, dann bekommt man hier im Display eine Warnung, ist ja auch soweit okay, nur die geht irgendwie nicht mehr weg. Also wenn ich dann fliege, dann ist das immer im Weg. Das sind so die Nachteile, die ich jetzt an der ganzen Drohne bisher feststellen konnte. Wie gesagt, ich habe euch ja jetzt schon ein bisschen Footage eingeblendet von der Drohne, vom Gimbal etc. Und das alles für nicht mal 800 Euro, das habe ich
wie gesagt, damals selber nicht mal gezahlt. Ich hatte Glück, dass ich es geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Aber die DJI Phantom, die genau das gleiche kann, kommt auf mehr als das Doppelte, wenn man dann noch das iPad mitrechnet, wenn man die Osmo noch mitrechnet und so weiter. Und von dem her würde es für mich nie in Frage kommen, eine Osmo zu kaufen, wenn ich das gleiche mit diesem schicken Koffer, mit allem dabei, für nicht mal die Hälfte bekommen oder noch weniger als die Hälfte. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wenn ihr wirklich euch eine Drohne zulegen wollt, schaut euch die Unique mal an. Wie gesagt, ist kein Product Placement. Ich kriege kein Geld dafür. Dafür ist meine Reichweite viel zu klein. Ich kann sie wirklich empfehlen. Super Ding. Fliegt sehr stabil und macht super Aufnahmen. Habt ihr ja gesehen. Also es reicht auf jeden Fall, um coole Drohnenbilder zu machen. Was ihr noch beachten müsst, wenn ihr mit so einer Drohne fliegt. Das sage ich euch im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder anschaltet. Bis zum nächsten Video könnt ihr euch hier noch in eins der folgenden Videos reinklicken. Hier und hier ungefähr könnt ihr mir jetzt ein Abo dalassen. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Barney. Haut rein. Ciao.